So, mein Lieben, ich bin jetzt auf dem Weg nach Wien. Und zwar geht es für mich mit Bärigen zusammen nach Wien. Und ja, ich freue mich schon riesig darauf. Und ja, ich nehme euch heute mal mit. So, ich sehe da drüben jetzt schon mein Hotel. Aber wie komme ich da jetzt hin? Ich bin jetzt angekommen. Ich bin jetzt gerade schon im Aufzug. Gleich geht's los aufs Zimmer. Das ist schon echt super. Da kann ich jetzt schon doch mein Zimmer schon bekommen. Da muss ich nicht den Koffer abgeben. Das ist total praktisch. Ja, dann gucken wir mal, wie es jetzt so wird. Oh, da geht's raus, da kam ich rein. Ein kleines, aber süßes Zimmer. So, das ist das Zimmer. Gucken wir mal beim Bad. Haben wir einmal das Bad. Auch ein ganz kleines, aber feines Bad. Und genau, das ist das Zimmer. Gut. Schön. Oh Mann. Ich bin gerade wirklich eingeschlafen. Und habe erstmal so, ich glaube, 1,5 Stunden geschlafen. Ja. Oh Gott. Ich brauche definitiv einen Kaffee. Eben jetzt gerade schon bei Forever 21, jetzt gehe ich noch mal kurz zu Zara, aber schaut euch das mal an, wie schön das hier ist. Okay, und ja, ich war bei Zara. Und es war mal wieder so ultra voll und ich bin so froh, dass ich jetzt mittlerweile da raus bin. Aber ich habe richtig schöne Sachen gefunden. Ich zeige die euch später mal, wenn ich wieder im Hotel bin. Hier gibt es überall so schöne kleine Gästchen. Hier können wir so toll Bilder machen. Überall. Ich wünsche noch Max wäre mit dabei. Davon träumt doch jedes.
wie ihr sehen könnt, ist es schon dunkel geworden. Ja, es geht jetzt für mich zurück. Und dann muss ich noch ein bisschen arbeiten. Ah, wie cool. Warte, ich zeige euch das mal. Und dann die Pferde beobachten. Ja, und ich bin jetzt auf dem Weg zurück. Und es ist ganz schön kalt geworden. Also ich freue mich, wenn ich zurückkomme. Ja, das mit dem Vloggen ist immer noch so die Sache für mich. Ich finde das immer noch total komisch, wenn die Leute dann komisch gucken. Aber ich mache das alles nur für euch. Ich bin jetzt wieder in meinem Hotelzimmer angekommen. Wien ist unglaublich schön. Also ich bin voll begeistert davon. Ich habe es mir gar nicht so schön vorgestellt, wie es jetzt wirklich ist. Ich habe das schon viel von Freunden immer gehört gehabt, dass Wien richtig toll ist. Und ja, also Wien ist total schön. Ich mag Österreicher auch voll gern. Und ja, also es ist richtig, also man hat sich hier richtig wohl gefühlt. Ich bin fast ein bisschen traurig, dass ich nach Zürich gezogen bin und nicht nach Wien, weil irgendwie hat Wien echt viel zu bieten. Also ist echt cool hier. Und ja, also ich bin jetzt auch schon mal ein bisschen früher zurückgekommen, als ich eigentlich wollte. Also es ist jetzt, glaube ich, so 5, 5:30. Ich habe noch ein bisschen im Starbucks gesessen, wollte eigentlich ein bisschen arbeiten, aber da gab es kein Wi-Fi. Warum? Ich meine, genau deshalb gehe ich ja in den Starbucks, damit ich Wi-Fi haben kann. Naja, jetzt bin ich wieder hier im Hotel. Ich habe jetzt hier wieder Wi-Fi. Ich kann hier mit euch reden, ohne dass ich von anderen Leuten komisch angeguckt werde, wie eben die ganze Zeit draußen. Und ja, ich hoffe, euch hat meine kleine Tour durch Wien gefallen. Ich habe selber nicht viel gesehen. Ich war selber kaum irgendwo drin. Und ja, ich habe eine Riesentüte mit Zara-Sachen. Und ja... Da werde ich euch auf jeden Fall gleich auch noch mal ein bisschen zeigen. Ich habe da nämlich zwei Outfits zusammengestellt. Und ja, ich weiß ja auch nicht, was da los war. Aber im Zara war wieder Sale. Und ich glaube, jedes Mädchen, jede Frau, die anscheinend aus Österreich oder Deutschland kommt, weiß, wie furchtbar es ist im Zara, wenn Sale ist. Also ich stand ungefähr eine halbe Stunde an, um zwei Kleider anzuprobieren. Und es war furchtbar. Aber ich glaube, ich kann die in Deutschland nicht zurückgeben. Deshalb musste ich das jetzt machen. Und ich habe so schöne Kleider gefunden. Und ja, ihr werdet mich verstehen. Ja, also ich probiere die dann gleich mal an. Dann könnt ihr mal sehen und mir sagen, wie ihr die so findet. Und ich glaube, das ziehe ich heute Abend schon an, obwohl ich eigentlich extra Sachen mitgenommen habe. Und ich weiß nicht, ob ich euch eigentlich schon hier mein persönliches Feuer gezeigt habe. Das ist doch total genial. Also normalerweise kann ich tagsüber nicht schlafen, aber vorhin konnte ich schon so gut dabei einschlafen, weil, ja, da ist so ein Feuer. Und die Töne, die Geräusche, ich wette, man hört die in der Kamera nicht, aber das ist so ein ganz leichtes Knacken, wie es halt beim Feuer so knackt. Und ja, total, total gemütlich. So, okay, auf meinem Bett ist das Chaos ausgebrochen, aber... ja, ich wollte euch ja nochmal mein Outfit zeigen, was ich jetzt heute gekauft habe. Und zwar ist das ein Kleid von Zara. Und ich habe mich ein bisschen geschminkt. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Da ich denke, wir gehen essen. Und dementsprechend möchte ich nicht meinen Lippenstift gleich überall haben. So, okay. Ich zeige euch jetzt dann mal das Outfit. Eine Sekunde. So. Das ist das Outfit, was ich tragen werde heute Abend. Ja, ich finde das Kleid ganz cool, weil das irgendwie was Spezielles hat. Es erinnert mich zwar irgendwie so von den Farben so ein bisschen an den Clown, aber in positiver Art und Weise irgendwie komisch. Ach so, ich kann das euch ja gar nicht so halten. Ja, ich finde das Kleid echt schick so. Mit den geometrischen Designs so gefällt mir super gut. Ich habe so Hunger. Okay, also wir haben jetzt Nachtisch. Ich habe leider vergessen zu gehen. Wir haben jetzt zwei Nachtisch bekommen. Ich habe natürlich Kaiserschmarrn genommen. Wir hatten vorher Wiener Schnitzel. Ja, das ist jetzt unser Essen. Oh, it was way nicer yesterday. Oh yeah, I know. It's just really nice.
super. So, wir haben gerade gefrühstückt und jetzt sind wir noch mal ein bisschen Wien angucken. Weil die liebe Lotti, hat das alles noch nicht gesehen. Und danach geht's auf den Brunch für uns und dann geht's zum Gehring-Event. So, hier sind wir wieder bei der Kirche. Ich bin ja jetzt hier schon ganz kann. Und ja. So, wir sind jetzt beim Buffet. Und das sieht schon sehr lecker aus. Und das ist das hübsche Restaurant hier. Ja, thank you for flying with us and goodbye.